Warum steht da eine Kiste voll Tränke? Hä? Hast du letztes Mal schon gefragt? Nee, ich nicht. Oh doch, du. Nein, die Kiste sehe ich jetzt das... Tatsächlich, die sehe ich jetzt das erste Mal. Die stand doch schon seit gestern. Ah nee, dann habe ich es nur gesagt. Ich habe gesagt, neben dem Mineneingang steht eine Kiste mit Tränken, die sich jeder nehmen kann. Das hatte ich auf jeden Fall gesagt. Ich dachte, es war nach deiner Nachfrage. Dann... habe ich das total vergessen. Oder überhört, keine Ahnung. So. Mendeling. Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Da. Oh Gott, bitte geh. Was? Mein Bogen liegt im Amboss. Ohne irgendwas mit drinnen. Too expensive. Yep, das sagt er dir schon. Egal, was du da reinmachst, es wird immer too expensive sein. Oh Mann, so eine Scheiße. Da erinnerst du mich gerade an was? Das wollte ich ja auch noch drauf tun. Oh weh, das ist jetzt auch noch too expensive. 1, 2, 3, da muss ich mir jetzt einen neuen craften. Bei mir im Hausflur wird hier gerade übelst randaliert. Falls sonst pochen hört, mir tut's nicht leid. Aber es gibt Scheiße, so einen Idioten. Meiner ist auch too expensive. Das ist scheiße. Kann es sein, dass bei dir Punch noch drauf ist? Ja, Punch 2. Ja, ich wollte es nämlich gerade drauf tun und meiner hat Power 5, Unbreaking 3, Flame und Mending. Und ich kann auch nichts mehr drauf tun. Das ist echt scheiße gerade. Selbst mit 65 Leveln. Ich habe mir jetzt E9 mit Mending und Unbreaking erste Mal gemacht. Dann will ich wenigstens noch Flame und Power drauf haben. Punch muss nicht unbedingt sein. Dingsbums, du kannst aus der Mob-Farm liegt ein Bogen, den habe ich gesondert und noch in die Kiste getan. Der hat schon sehr gute Verzauberung. Muss ich mal lunzen gehen. Weil Punch muss nicht unbedingt mit drauf sein. Das ist ja nur, dass die zurückgestoßen werden. Ja, und gut, ich sag mir so, gegen einen Spieler können sie echt vorteilhaft sein, Punch. Weil das ist Abfuck, aber wir spielen ja nicht wirklich häufig gegeneinander. Hier, ne, genau. Ich weiß nicht genau, was er Power da 3. Der hier hat noch Unbreaking. Wow. Unbreaking habe ich mir gerade drauf geschmissen. Egal, ich nehme den trotzdem mal mit. Hier fehlt eindeutig ein Amboss. Ich weiß, dass glaub noch ein Flame-Buch in den Kisten hier drüben sein muss, weil eins hatte ich da glaube reingemacht. Wenn sich nicht schon jemand genommen hat. Das und das sind 12 Level. Power 3. Power 1. Piercing. Wieso ist Piercing und Power durcheinander gewürfelt? Loyalty, Power. Dann nehmen wir das mal mit. Raptide, Impaling, Changeling, Quicklingsbums. Wow, Aqua Affinity, Schwert und Rüstung. Ach nee, ist doch, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Zwei Thorns, drei Bücher sind da drin. Oh, ich habe keine Level mehr. Dann habe ich aber auch nur Power 2. Hier.
Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. Falsche Kisten durchgeguckt. Muss ich das später machen mit dem Bogen? Für die habe ich das schon überall im Mending. Dann noch beim Schwert dort und dort. Sehr schön. Das hat alles Mending und ich habe genau 3 Netherites, um mir das zu machen. So. Ja. Ich hab mein Netherite-Werkzeug. Fortune 3, Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending auf der Picke. Axt, Efficiency 5, Unbreaking 3, Mending. Wobei Unbreaking ist. Ganz ehrlich. Scheiße, wieso haben wir Unbreaking auf den Bogen geschmissen, wenn wir doch Mending drauf haben? Damit müsste sogar Punch dann 2 dann drauf passen. Also auf bestimmten Sachen wie Schwert oder Axt würde ich es immer, Picke würde ich es immer drauf haben. Ja, aber das fällt mir halt auch gerade so ein. Das ist doch jetzt wieder irgendwo doppelt gemoppelt. Oh, klar. So, das. Ja, wie viel Level habe ich in meinem Schild drin? 56. Da nehme ich momentan noch nichts raus. Ach, du kannst Unbreaking 3 auf dein Schild verzaubern. Per Buch geht das. Habe ich auf der Wiki gesehen. Da, wo ich das mit den Verzauberungen nachlese. So, das. Ach ne, ich habe keine Level mehr. Shit. Jetzt hätte ich das jetzt hier noch gemacht. Ich bin essen, bis später. Ja, bis später. So, dann machen wir uns einfach nochmal einen Bogen. Und zwar ohne Unbreaking. Aber den werden wir dann demnächst verzaubern. Das hätte man halt auch vorher wissen können. So, da gucken wir mal, wie es hier unten jetzt aussieht. Damit ich nicht immer da rüber rennen muss, wird mal hier weitergebaut. Den Unterwassertempel machen wir dann demnächst. Ich brauche genau Quarz brauche ich. Ach, haben wir noch das. Ach, ich habe sogar noch Bücher. Das. Und ich brauche aber so einen anderen Teile. Baut man die so? Oder baut man die so?
Okay. Wie baut man sowas? Da. Ach so. Okay. Ja, haben wir davon was? Das haben wir schon unten. Davon haben wir genug. Das ist jetzt die Frage, kann man damit Urin erzeugen? Das hier auf jeden Fall. Palim, Palim. Da einen. Wir machen das erste Mal da unten so weiter. Da kann ich wenigstens die nächsten Räume anfertigen. Und ich brauche wieder Pilzlampen. Hier noch einer hin. Da kommt eine Pilzlampe rein. Da auch. So, da haben wir die drei Sachen. Dann geht da hinten noch ein Weg weiter. Und hier soll noch einer weitergehen. Das heißt, dass die Pilzlampen eigentlich total nutzlos dort gerade sind, weil die Rückwand wieder wegkommt. Oh Mann. Dort dann das gleiche. Ah, hier ist noch keiner drinne. Da passt das. So und so. Warum fehlt dort oben so ein Teil? Geht ja mal gar nicht.
So. Aber trotzdem, die liegen, diese, egal. Muss man nicht verstehen. So. Das Quarz kann ich hier lassen erst einmal. Und die Steine auch. Nichts mehr. Hier kann ich nochmal 3 herstellen. Ne, 2. So. Kommt da eins rein. Und da eins rein. Genau. Die Sticks habe ich immer noch im Gepäck, läuft. So. Dann hier. Damit ich ungefähr weiß, wo das nächste hinkommt. Gleiche dann hier drüben. Ich könnte die alle sogar wirklich eins zur Seite machen. Oh Mann, ich habe mich halt hier richtig schön krass verbaut. So und so kommt die nämlich hier vor. Ich brauche ja nur einen Dreiergang. So. Stopp mal. Stopp mal. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir auf Nummer sicher gehen hier. So. Dann die Lampe hier weg. Dahin. Die ist dahin geflogen. So.
Das Bett dorthin. Und die dahin. So. Das Bett kommt dort hin. Und das dort hin. So, haben wir das auch. Du bist gleich geblieben. Sehr schön. Nein, 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 du bleibst drinne. Einmal weg damit. So. Villager. So. Genau, das haben wir alles. Wenn das despawnt, ist auch nicht so schlimm. So, da haben wir die Allianz nach vorne gesetzt. Das heißt dann, dass hier hinten das nächste kommt. Und zwar so. Sonst machen wir uns das hier oben auch gleich noch alles fertig. So, so, so. Das gleiche Spiel dann hier drüben. Und dann haben wir soweit unsere
Knastzellen fertig. Das wird ein Spaß werden. Das werde ich aber alles offscreen machen. Ich werde jetzt die Folge hier beenden. Und ja.